Hallo, herzlich willkommen. Heute geht es nochmal separat um die Frage der Tibial Halfspacer, also der Wedges. Es gibt diese Teile in 15 und optional 15 mm für das Primärknie. Und die Teile kann man hier seitenverkehrt, also das ist ein und dasselbe Teil, untermachen, um dann diese Höhen auszugleichen. Es gibt prinzipiell die Schraubverankerung, die zeige ich gleich, und dann gibt es auch die zementierte Verankerung. Die zementierte Befestigungsmethode würde auf beiden Varianten funktionieren, mobile und fix. Das wird dann unterzementiert und kann auch gestapelt werden. Und ansonsten bei der Fix-Variante, was eigentlich empfohlen ist, nimmt man hier diese kleinen Zementschutzstopfen heraus. Mit dem Schraubendreher zum Beispiel einfach gegendrücken. Und dann kann man hier mit den Schrauben, die in der Verpackung enthalten sind, von oben dann hier diese Teile festschrauben. Und auch hier wieder ist es empfohlen, beide Schrauben zu verwenden. Ja, das eigentlich soweit zu den Wedges. Es ist eine Erweiterung des Primärknies, und für weitere Geschichten bitte OP-Technik befolgen oder vielleicht auch für tiefergehende Defekte unser TAS-OP-Anleitung beachten oder auch die von dem Revisionsknie, denn da gibt es durchaus mehr Möglichkeiten, auch femoraler Wedges. Danke.